kennen. Ja, ja, aber so steht es meinem Regieblatt. Mahnern lässt sich da immer Zeit, bis ich mich vorstellen darf. Ja, mein Name ist Michael Rupp, ich bin der Sitzungspräsident der KGS und der Moderator, der sich mit Vergnügen durch den heutigen Abend führt. Ein herzliches Willkommen allen Gästen. Jeder einzelne von Ihnen ist uns lieb und wert. Und wir, die Organisatoren dieser Veranstaltung, an der Spitze unsere liebe Marlein, freuen uns. Dass Sie alle so zahlreich hier bei uns erschienen sind. Bestimmt haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Begrüßungszeremonie nicht übermäßig ausdehnen. Zumal das zeitliche Programm, wie es auch die Prinzessin schon gesagt hat, unseren verehrten Ordensempfängerinnen recht straff ist und wir knappe Zeitvorgaben haben. Ich beschränke mich daher mit Ihrem Einverständnis auf die namentliche Begrüßung einiger weniger Ehrengäste. Bitte warten Sie mit Ihrem Applaus, bis ich alle Gäste genannt habe. Wir machen das dann für alle auf einen Schlag gemeinsam. Ein herzliches Willkommen unseren Vertretern im Bundestag, Johannes Steininger. Steininger. Gut. Und? Ah, und unserem Landtagsabgeordneten Michael Wagner. Ich fahre fort im Reigen der politischen Prominenz und schicke ein herzliches guten Abend an den Chef unseres Landkreises, unseren Landrat und Ehrensenator Clemens Könner. Ich begrüße an seiner Seite noch den Kreisbeigeordneten Volker Knörr. Ich bleibe bei der politischen Riege und grüße sehr herzlich die oberen Vertreter unserer Stadt. Einen wunderschönen Abend wünsche ich noch einmal unserer Bürgermeisterin Ilona Volk, sowie den Schieferstaller Beigeordneten Patrick Koos und Hans Schwind. Und die Stadtoberen haben sich eine weitere Unterstützung mitgebracht. Ich begrüße sehr herzlich den Schieferstaller Rettichkönig Tobias Mattern. Ein Gruß auch an alle heute Abend anwesenden Schieferstaller Parteipolitiker, Stadtratsmitglieder, ehemalige und möglicherweise zukünftige Stadtoberhäupter. Und ein besonderer Gruß geht an unseren obersten Vereinsmeier, den Vorsitzenden der Kultur- und Sportvereinigung Wolfgang Knobloch. Einen ebenso herzlichen guten Abend rufe ich allen anwesenden Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren zu. Stellvertretend für alle nenne ich unseren Saumagensponsor und Ehrensenator Josef A. Geier und Berthold und Egon Heberger, die mit weiteren Sponsoren unseren wunderbaren Saumagenorden aus Rosenquarz erst möglich machen. In diesem Zusammenhang auch ein herzliches Willkommen an Frau Christina Becker, die stellvertretend für die nächste Heberger Generation heute bei uns ist. Der wunderschöne Saumagenorden, den Sie hier neben sehen, wiegt 740 Gramm. Wie unsere zukünftige Ordensträgerin vorhin schon festgestellt hat, ein ganz schön gewichtiges Teil. Hergestellt hat dieses gewichtige Teil unser KGS-Ehrensenator, der Edelstein-Gravurmeister Bernhard Becker aus Idar-Oberstein. Jeder dieser Orden ist ein echtes Unikat. Keiner ist wie der andere. Und oft muss unser lieber Bernhard Becker die Arbeit an dem Saumagenorden mehrfach beginnen. Denn es gibt Bruchstellen oder Risse, die man einfach vorher nicht sieht und das Ganze dann einfach in seinen Händen zerbricht. Diesen Mehraufwand hat uns der Bernhard noch nie in Rechnung gestellt. Das betrachtet er als sein eigenes Risiko. Und dafür wollen wir ihm nachher auch besonders danken. Aus seiner Werkstatt kommt auch ebenfalls die Saumagen-Anstecknadel, die die Ordensträgerin sich ans Revers stecken darf. Ich hoffe, jeder von den Ordensträgern hat schon so eine Nadel. Wenn nicht, wenden Sie sich an Marlein Bittner. Die besorgt Ihnen eine. Bernhard Becker spendiert auch die Saumagenbrosche für unsere weiblichen Ordensträger. Heute hat er zum Beispiel so eine Brosche mitgebracht. Wir werden sie nachher noch zu sehen bekommen. Im Übrigen sehen Sie hier oben an der Wand unsere Sponsorentafel. Wir haben für Sie all die netten Leute und Unternehmen aufgeführt, die uns in irgendeiner Form bei der Ausrichtung dieser Veranstaltung unterstützen.
stellvertretend für diese Menschen begrüße ich gern Herrn Winfried Skutnik, Vorstandsmitglied der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz EG und Herrn Thomas Traue, den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Vorderpfalz. Und ich betone immer wieder, wir haben noch massenhaft Platz auf dieser Tafel für weitere Sponsoren. Ich fahre fort mit unseren närrischen Würdenträgern und begrüße unseren Ehrenpräsidenten Wilfried Külps, genannt der Großmogul von Schieferstadt, sowie unsere Senatoren und Senatorinnen, stellvertretend für alle unseren Senatspräsidenten Hans Busch. Die übrigen Senatsmitglieder schließen sich nachher bitte in den Applaus mit ein. Weiter geht's mit den höchsten karnevalistischen Funktionären. Ich begrüße mit Ahoi den Präsidenten unseres Dachverbandes der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, unser Ehrensenator Jürgen Lessmeister. Natürlich haben wir auch wieder Narren da aus dem goldischen Mainz. Hier darf ich namentlich erwähnen den Professor Dr. Reinhard Urban, Präsident des MCV. Einen wunderschönen guten Abend auch Herrn Frank Koliszewski, Musiker, Verfasser des Mainzer Gutenberg Musicals und Bühnenner, den man unter anderem von den Mombacher Bohnenbeitelsitzungen kennt. Von ihm werden wir heute noch was zu hören bekommen. Wir können von Glück sagen, dass wir diese Veranstaltung wieder mal an einem Montag machen. Denn ansonsten könnten die ganzen Fasnachter heute nicht hier sein, weil am Wochenende haben die volles Programm. Drum sage ich auch einen herzlichen guten Abend zu Enno Jansen, dem Vorsitzenden unserer Nackenheimer Freunde, die Entenbrüder. Helau. An alle Fasnachter nun ein Ahoi und Helau und morgen ein schöner, trockener Dienstag. Ein herzliches Willkommen natürlich auch an die vielen Pressevertreter von den Zeitungen, von Rundfunk, von Fernsehen, wo sie überall herkommen. Wir danken Ihnen recht herzlich für das große Interesse an unserer Veranstaltung. Heute hatten wir ja besonders Presse hier im Vorfeld. Und wir danken der Presse vor allen Dingen auf die Rücksichtnahme gegenüber unserem Publikum und ihren Berufskollegen, denn eng ist es bei uns allemal. Letztes Jahr habe ich gesagt, die Schlotte sind ein bisschen beschränkt, also räumlich. Ne? Das habe ich dieses Jahr mal nicht. Jetzt, meine Damen und Herren, sind Sie an der Reihe. Ich bitte um einen tosenden Applaus. Nicht enden wollen soll er sein für alle genannten Ehrengäste. Ja, ich habe gerade eine schlechte Nachricht erhalten. Leider kann der Andreas nicht auftreten. Er hat sich eine Wunde zugezogen, irgendwie schon im Vorfeld. Hat da jetzt ein bisschen Probleme. Müssen wir gucken, ob er das in die Reihe kriegt. Vielleicht ist er zur späteren Stunde dann noch bereit und vielleicht ist es ihm dann möglich, da trotzdem noch was zu tun. Ja, aber nichtsdestotrotz geht es im Programm dann lückenlos weiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Glückner, ich bitte jetzt besonders um Ihre Aufmerksamkeit. Ich rufe nun den mit Spannung etwas früher wie geplant den erwarteten Laudator zu mir auf das Podium, den Träger des 28. Saumagenordens, unseren geschätzten und hochverehrten Freund Gunter Emmerich. Emmerich, darf ich Sie bitten, die Bühne und das Mikrofon gehört Ihnen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, als ehemaliger Ringer, das habe ich Ihnen ja im Vorjahr offenbart, wieder mal in Schifferstadt zu sein, in der deutschen Ringerstadt schlechthin. Im Vorjahr hatte ich es schwer, da musste ich Lob über mich ergehen lassen. Das ist gar nicht so leicht, gelobt zu werden, das hinzunehmen. Aber dieses Jahr habe ich es ganz leicht. Ich muss einfach nur loben, eine Frau, die lobenswert ist,
Frau Ministerin, ich muss es Ihnen wirklich einfach mal so unabhängig von dem, was ich da aufgeschrieben habe, muss ich mal sagen, es ist bewundernswert, mit welcher Courage Sie Ihrer Arbeit nachgehen. Danke. Ich hatte es weit, wie vorher ja auch, von Dresden bis hierher ist doch eine ganz schöne Ecke, aber deswegen bin ich auch nicht mit dem Traktor gekommen. Es ist mir eine große Ehre, für Sie heute die Laudatio zur Ordensverleihung halten zu dürfen. Sie sind ab heute meine Ordensschwester, wenn ich so sagen darf. Und der Bibelspruch, und dass der Wein erfreue des Menschen Herz, verbindet uns ohnehin, denn ich bin der Weinbotschafter des, wenn auch kleinsten, so doch nördlichsten Weinanbaugebietes Deutschlands, des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut. Zur Weinkönigin habe ich es nicht gebracht. Mit diesem Makel muss ich leben. Aber dass ich heute hier stehen darf, um der schönsten Politikerin seit Kleopatra einen Orden zu geben. Und das ist mir, die Formulierung ist mir so leicht in die Lippen gegangen. Das macht mich zum König. Sie studierten an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Wurde vorhin schon erwähnt, der Pianist Frank Goleszewski ist der Schöpfer dieses Werkes über Johannes Gutenberg. Ich weiß, dadurch, dass ich den Gutenberg spiele, alles über Gutenberg. Also weiß ich nicht allzu viel, denn man weiß über Gutenberg eigentlich gar nichts. Aber man weiß, dass er ursprünglich Johannes Gänsfleisch von Sorgenloch hieß. Und ich finde es schon ganz gut, dass er den Namen Gutenberg angenommen hat. Denn stellen Sie sich mal vor, Sie hätten an der Johannes Gänsfleisch von Sorgenloch-Universität studiert. Die Fachrichtungen, die Sie dort absolvierten, schufen eine kenntnisreiche Grundlage, um das Amt als Ministerin erfolgreich auszuüben, was man nicht von jedem Minister sagen kann. Sie tanzen im Kabinett erfreulich aus der Reihe, denn eigentlich sieht der Wirtschaftsminister aus wie der Landwirtschaftsminister. Weil wir uns jetzt ein Bild vor. Und als sich die Bauern in Berlin und anderswo und heute auch hier mit durchaus nachvollziehbaren Forderungen versammelten, haben sie sich gezeigt und um gegenseitiges Verständnis geworben. Bauern sind für ein Land bedeutend wichtiger als Sänger, Schauspieler und selbst Politiker. Die Bauern kümmern sich nicht nur freitags um die Zukunft, sondern Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Es ist oft eine komplizierte Wechselbeziehung zwischen den Bauern, also den Erzeugern, und uns, den Verbrauchern. Diesen wichtigsten aller Lebensbündnisse der Menschen ist nicht mit einfachen Lösungen, Erwartungen und Forderungen beizukommen. Es fühlt sich nun mal die Sau nicht sauwohl, wenn das Schnitzel 1,50 Euro kostet und der Saumagen ist kein ordentlicher und schon gar kein Saumagen ordentlicher, wenn die Sau durch zu enge Behausung ständig in den Magen getreten wird. Wer ein Leben lang billiges Fleisch, billige Wurst und billigen Schnaps zu sich nimmt, betreibt auch sich selbst gegenüber keine Art gerechte Haltung. Liebe Frau Glöckner, ich weiß, dass Ihre verantwortungsvolle Arbeit manchmal die Quadratur des Kreises bedeutet, aber mit Klugheit, Charme und offenem Diskurs schaffen Sie das. Sie haben per Amt diesbezüglich die größte Verantwortung, aber auch jeder Einzelne darf sich da nicht herausstehlen. Auch ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen. Künftig werde ich mit meinen 10 Enkelinnen, ich habe tatsächlich 10 Enkelinnen, keine Schnitzel mehr essen, sondern zur Schnitzeljagd gehen und danach essen wir Spaghetti mit Tomatensauce. Für den Sieger gibt es dann bestenfalls ein Schweinsohr.
In einem Punkt gehen unsere Geschmäcker allerdings auseinander. Ich mochte Ferrero immer mehr als Nestlé. Ja, jetzt könnt ihr wieder singen, wenn ihr wollt. Ja. Trinksprüche gehören zur Grundausrüstung eines Weinbotschafters. Ich selbst bin ja ein grauer Burgunder und mag auch den Grauburgunder. Ebenso den weißen Burgunder. Mit meinen drei Lieblingstrinksprüchen und einem Trinklied möchte ich jetzt viermal auf Ihr Wohl und auf die Saumagenordenträgerin Julia Klöckner trinken. Das ist wichtiger als das Reden. Ihr Wohl. Jetzt der erste von mir sehr gemochte Trinkspruch. Ein Mann, das zweite Glas zur Hand, gibt vor dem Trunk noch stolz bekannt, auf einem Bein kann man nicht stehen. Das ist durchaus noch einzusehen. Doch paradox will dies erscheinen, jetzt liegt er flach mit 20 Beinen. Prost. Mein allerliebster Trinkspruch ist der zweite. Die Gams erwacht im fremden Forst und lag in einem Adlerhorst. Sie schaut sich um und spricht betroffen: Mein lieber Schwan, war ich besoffen. Und nun ein Trinkspruch mit geradezu alttestamentarischem Inhalt. Als Noah aus dem Kasten war, da trat zu ihm der Herr da. Er roch des Noe-Opfer fein und sprach: Ich will dir gnädig sein. Und weil du ein so frommes Haus, so bitt dir selbst die Gnade aus. Da sprach der Noah: Lieber Herr, das Wasser schmeckt mir gar nicht sehr. Die, weil darin ersäufet sind, als sündhaft Vieh und Menschenkind. Drum möchte ich, armer alter Mann, ein anderweit getrennt.